Und somit willkommen, Freunde. Ich habe die letzten Tage meine Stimme geschont, habe mehr Walkthroughs hochgeladen. Jetzt werden wir aber hier im wunderschönen Chinatown, wo immer wir auch sind, auf jeden Fall im China-Restaurant, ein bisschen Alarm machen. Bin gerade am Überlegen, wie die Steuerung nochmal war. Da war Schießen. Hier können wir wechseln. Hier können wir nachladen. Okay, also alles gut. Steuerung ist soweit im Griff. Sollen wir mal gucken. Hol etwas Ausrüstung aus seinem Apartment im One Cave. Sollen wir mal natürlich schauen, wo unser Apartment hier ist. Gehen wir davon aus, wir wohnen hier irgendwo oben. Ja, haben wir eine Kettensäge bekommen. Säge ist auch mal nice, aber nicht unbedingt das, was ich bevorzugen würde. This is so strange. I'm in here seeing through your eyes, but I'm also asleep back in Smith's dojo. I can feel myself with my eyes closed. I wonder if I can wiggle my. Das ist immer noch in unserem Kopf drin. Na ja, hurra. Would it kill you to let me concentrate for a second? You think it's easy sharing your mind with someone? I don't think I can move my body at all. Just so long as you can't move mine. Yes, sir, Captain Krusty, sir. At ease, soldier. Freches kleines Mädel auf jeden Fall. So, wir müssen jetzt hier 86 Meter. Ah, jetzt geht's in die Richtung. Wir sollen sprechen mit Hideo. Machen wir das doch mal. Da muss es ja irgendwie hochgehen, oder? Ja, jetzt sind wir hier oben. Oder wir müssen. Ist ja noch eine andere Möglichkeit. Vielleicht, dass wir hier lang gehen oder so. Ne, das Tor geht ja nicht auf. Vielleicht müssen wir auch hier einfach nur lang. Ah. Ja, viele Wege führen nach Rom. Saw you, Hideo? Master Wang! It is a pleasure to meet you. I've heard a lot about you. All good, I hope. It's a pleasure to meet you. Fucking kids. Hey, what's going on, Hideo? The usual. Training, vigilance. I've taken over the Kung Fu sessions for Master Smith while he works on a cure for Kamiko. Nice. Sounds like fun. It's work. We have to be ready at any moment. For what exactly? Justice never rests. Well, you're a serious young fellow. I'd say you remind me of me, except you're about as far from me as humanly possible. Thank you, sir. I'm not sure how to take that. Master Smith asked me to show you some of the chi techniques we have developed here. With your training, they should be elementary. Fire away. I'm always up for new and better ways to fuck shit up. Okay, das Glanzgesicht möchte, dass wir ein bisschen trainieren. Mission abgeschlossen, edler Held Story Mission. Danke. Jawohl. Jetzt haben wir, warte mal, verschiedene NCAs geben dir Story Mission und Nebenmission besondere Symbole. Rechnet sie auf Kraft. Okay. Ich vermute mal, müssen wir hier aus. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen nicen Move. Ja, die scheint das nicht gerade zu beeindrucken. Was sagt der Schneemann dazu? Ja, den hat es natürlich zerlegt.
mit einem der Protagonisten irgendwie mal reden? Hallo, wir wollen hier trainieren. Ne, irgendwie nicht. Da hinten ist ein fettes Ausrufezeichen. Ob wir damit was anfangen können. Wenn wir Kamikos Körper nicht bald heilen können, ist er nicht mehr zu retten. Und wenn es das passiert, müsst ihr dauerhaft miteinander auskommen. Oh Gottes Willen, die ist mir zu frech, die Kleine. Ja, aber, was mache ich denn hier, außer mit ihm vielleicht zu reden? Das ist ja immer noch ein fettes Ausrufezeichen. Ah, how are things with your new roommate? Oh, you know, it's great as long as she keeps her mouth shut. I have to ride around in this cesspool of your mind all day and not talk about it? I wish I had skin so I could crawl out of it. You pompous, oversexed idiot! She agrees. I very much doubt that. Please, treat her with respect and kindness, Lo Wang. She is very dear to me. Oh, look, someone with manners. Shocking. I'm sure you two will find a way to put aside your differences in the name of the greater good. If by greater good you mean me getting my money, then I heartily agree. Money is an illusion used to hypnotize small minds. But it sure helps when you're trying to buy a bottle of good whiskey. Ugh. I need four things. First, a demonic rod. Then the skin of a large mammal. And some raw chi crystals. They can usually be found near black rain pools. Careful though. The pools are what seems to be causing the mutations in the animals out there. Maybe I'll pick up some dinner while I'm at it. I would not recommend eating them. I'm doomed. I will also need golden chrysanthemum. The vendors in the marketplace usually have them. Wow, crystals and flowers. Hey dudes, we're going to harmonize our resonances and use them to levitate the Pentagon? Something like that. Come on, the sooner I have these materials, the sooner I can get Kamiko back where she belongs. All right, back in a jiff. Das ist echt krass, ne? Da sagt er doch, Geld ist eine Illusion und was für kleine Geister. Das erzähl mal, wenn du deine Rechnung bezahlen musst. Ich mach es. Besorge die gemahlene goldene Chrysantheme von Larry. Okay. Mal gucken, wo Larry ist und wo die Chrysantheme ist, da. Die goldene. Naja, aber gut, dass es immer eine Meteranzahl gibt und einen Richtungsweiser, dann weiß man immer, wo man lang muss. Larry, how's it hanging? You know this guy? Old friend. You always make me smile, Lo Wang. No, wait, that's not it. You always make me fart. That's what it was. That hurts, Larry. You know, you're a real demon, you know that? That's what my mama always told me. What can I do for you? I actually have a very special request today. I need a golden chrysanthemum. Ooh, specialty item. Very hard to find. Come on now, Larry. I know you're holding, and you owe me one. It's a fair cut. Yakuza mess with you anymore? Krasser Typ, oder? Looks from time to time, but there hasn't been an incident since you put the fear of Wang in him. I did do that, didn't I? And I do owe you one. Here. Hätte auch ein Serious Sam mitspielen können. Okay. Hey, thanks for this. Thank you. You saved my business, maybe my life. Hey, let's not get weepy about it. I don't want you to start spitting acid everywhere. Racist. Demon. Big kiss. Ew. So, wir haben jetzt das, was wir brauchen. Das muss reichen. Larry? Wow, his real name is unpronounceable. He wanted something his customers could relate to. And he chose Larry.
Car, sweet car. Car, sweet car, ey, das ist ja mega Beulen. Oh, was macht sie denn da jetzt? What, you got a better idea? Sorry, I'm just used to... What? Teleporting? Actually, you're not far off. What? I figured it out when I was training with Smith. It was an accident. You accidentally teleported. When I calm my mind, I can see these statues. And if I focus on one, it sort of pulls me to it. In the real world? How? I have no idea how it works, but I've been doing it for the past year. No wonder Smith took an interest in you. Here, close your eyes. I'll show you. Begib dich zu deinem Wagen, öffne die Missionskarte und begib dich in die Shadow Hills. Da bin ich doch mal gespannt. Denn wir sind ja gut ausgewaffnet. Oh nein, jetzt... Das ist so ein Shadow Warriors Phänomen, glaube ich. Immer wenn ich Shadow Warriors aufnehme, vergesse ich den Chrome Browser zu schließen. Ich würde Brosa sagen, was ist denn das in Englisch? Wir lassen das jetzt unten in der Ecke so. Wenn es mit aufgenommen wird, ist es halt so. Ich kann es nicht ändern. Ah, hier kann man ein paar Münzen sammeln. Eine alte Stinkmorchel oder was das eben war. Hey, diese Spinnen sind echt übel. Wir sollen aber in die Richtung. Das machen wir auch mal. Ich laufe hier lieber mal weg. Üble, übel sind die Viecher hier, ja. So, Kristall 1 von 3 haben wir. Ey! Vielleicht ist hier Ruhe. Noch wer ein Problem, oder? Nur eine Schatztruhe. Oh, sehr schön. So, 57 Meter. Das geht jetzt in die Richtung. Mal einsammeln hier. Oh. Das Geile ist, du hast halt mit den Schwertern jetzt eine Nahkampfwaffe. Aber kannst du auch, hast quasi auch eine Fernkampfwaffe. Das ist so eine Mischung. Ja, zerhackt und zerteilt. Alter, wer greift denn da an, ohne vorher anzuklopfen? Ich glaube, es hackt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Komm, mach dich weg hier. Genau. Geht's da lang? Fünfundfünfzig Meter in die Richtung. Ist ja irgendwie nach oben oder so? Ne. Gucken wir mal, ob wir hier außen lang können. Sehr schön. Tja, das ist immer so das Problem, die Wege zu finden. Wo geht's denn jetzt hier wirklich lang? Ich muss sagen, die Karte oben links ist auch nicht schlecht, aber ein bisschen nervig manchmal.
Und jetzt sind wir hier natürlich wieder. Wir müssen ja in die Richtung. Alter, wie schnell das Spinnennetz wieder erstellt wurde. Das haben wir natürlich gleich wieder zackt. Hey. So, hier waren wir ja auch schon. Wir gehen jetzt mal hier lang. Obwohl, das geht nur da runter. Und zwar hier lang. Ah, hier sind wir doch richtig. Sind auch schon die nächsten Spinner, die sich mit mir anlegen wollen. Nur wahrscheinlich von seinen Ketten befreien. Das hier rechts ist auch noch einer, aber den haben wir ja schon gar nicht mehr registriert. Ja, jetzt sind alle weg. Sehr schön. Hier noch eine feine Kiste. Super. Die Richtung hier. Ah, Schrotflinten haben ja was Feines. Wenn sie treffen. Wenn man zu weit weg ist oder so, ist das auch nicht schön. Ah, die kleinen Schweinchen geben uns hier nochmal Energie. Jawohl, so ist das gut. Na, irgendwo greift ein kleines Schweinchen an. Ja, Rotkäppchen und der böse Wolf. Oh Gott, wer ist das denn? Noch so ein Verrückter. Noch einer. Und steh auf. Genau. Steh auf, um dich wieder hinzulegen. Ja, sehr gut. Der ist auch weg. Nehmen wir diese wütenden Angreifer. Und Kaninchen. So. Da könnte ich jetzt drauf schießen, mache ich aber nicht. Okay, wir müssen da irgendwie rüber. Ah, hier geht's weiter. Was ist das hier eigentlich? Kann ich das auch zerstören? Irgendwie nicht. Obwohl, wäre wahrscheinlich sogar gegangen. Wird ja auch angezeigt auf der Karte. Aber wir bleiben jetzt erstmal beim Hauptziel. Alter, wie er wegfliegt. Langsam geht auch das Aiming hier mit dem Joypad. Wie gesagt, ich bin da kein Freund von. Normalerweise spielst du sowas auf Maus und Tastatur. Das ist einem Aiming auf jeden Fall besser. Aber mit der Schrotflinte funktioniert das sogar noch ganz gut. Mal umwechseln hier. Und eine andere Waffe. Also Kettensäge hat mich bis jetzt überhaupt noch nicht überzeugt. Diese klassischen Waffen sind wirklich noch am besten.
Wieder Kettensäge. Keine Kettensäge. Das hat mir wahrscheinlich nichts anderes übrig. Ist so ein bisschen Doom-mäßig, finde ich. Keine andere Waffe mehr. Keine Munition mehr. Weil ich habe nämlich gleich keine Energie mehr. Ah, das war's, da hat's mich zerlegt. Ah, ich sag ja auch mal, mit der Kettensäge kannst du nichts gewinnen. Das ist keine Waffe, die gut ist oder so. Das sieht immer so splattermäßig ganz gut aus für Leute, die gern Doom gespielt haben. Keine Frage. Aber das ist nichts, was man unbedingt haben müsste. Wir haben wirklich keine Munition mehr. Geht immer wieder auf die Kettensäge. So, komm her hier. Versteck dich nicht. Jetzt müssen wir mal schauen. Was ist denn jetzt hier die Anzeige, wo wir lang müssen? Ah, hier können wir auch noch was einsammeln. Skorpione, na hurra. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch Munition eingesammelt haben. Ja, sehr gut. Prima, so jetzt müssen wir trotzdem mal gucken, wo wir hier lang müssen. Bleibt wirklich nicht viel über. So, jetzt brauchen wir eine Übersicht. Bitte, bitte Übersicht erstellen. Ah, okay, erst bekämpfen. Dankeschön. Wollt auch einfach runterfallen? Ach, hier geht's weiter. Geht natürlich direkt rein in den Mann. Überlegende Kralle, ja. Überlegende Kralle kannst du auch nicht mit so einer Waffe fertig machen. Da brauchen wir eine andere. Wir brauchen was mit Munition. Null. Geil, wie er die nachgeladen hat. Das sah geil aus. Wirft die Munition nach oben. Jetzt sind die natürlich hier auch wieder gespawnt. Dass du schon keine Munition hast,
Und dann spawnen noch hier die Leute, die ich ärgern wollen. Wie ich noch Munition einsammeln würde. Durch die Vögel, aber... ist jetzt nicht der Fall zu sein. Da ist doch eben wieder einer. Ja, wo ist er? Ja. Ja, mit so einem Gegner kannst du das machen, aber nicht mit dem Typen, der da unten gleich auftaucht. Ah, hier ist hier noch einer verirrt. Ich wollte nur mein Bestes, mein Leben. Wenn ihr schon da seid und mir auf den Sack geht, gebt mir wenigstens mal ein bisschen nicht Energie, habe ich ja genug. Aber ich könnte mal ein bisschen Munition gebrauchen. Man sieht, dass die hier fast endlos ist. Und ich wenigstens für die Kettensäge kein Benzin oder so brauche. So, wir schalten aber mal um. Was geht da denn noch um? Kettensäge jetzt hin? Wir haben noch nicht verloren. Ist natürlich ein ganz schönes Gematsche hier. Ja, komm her. Wenn dabei Munition rausspringt, wäre das ja in Ordnung. Weil der Typ da, der mich da gleich in der Grube angreift, den brauchen mit einer Nahkampfwaffe nicht kommen. Schuss. Okay, Häschen in der Grube saß und schlief. Da mal runter. Ja, da ist doch das Elend. Ja, das geht auch so schon viel besser. Wenn ich keine andere Waffe habe, dann geht es halt nicht anders, aber da muss man schon Glück haben, dass man das überlebt. Ob der sich jetzt hier immer ein bisschen erholt, so von der Energie her. Na, ah, das war klar. Ich habe auch nichts mehr gesehen. Das war nur noch ein Gematsche aus Feuer und irgendwas. Es sind sogar mehrere, sogar zwei. Zwei dicke.
Hammerkopf. So, Hammerkopf. Hammerkopf gemacht. Abgemacht. Der müsste jetzt weg sein. Schön, dass ich hier keine Munition mehr einsammeln kann. Okay, wir haben es überlebt. Super. Müsste das ja jetzt der zweite Kristall sein? Ne, einsam Monsterhaut ist das. Sammel Roshi-Kristalle. Die haben wir immer noch nicht alle. Mal gucken, wo er mich jetzt hinschickt. Nach da oben. Ja, hier ist sogar eine Leiter. Endlich mal ein Spiel, wo man die auf die Leiter zuläuft und der wirklich die Leiter hochklettert. In den meisten anderen Spielen ist immer das Problem, dass man irgendwelche Faxen machen muss, damit er da hochklettert. So, wenn ich das so richtig sehe, müssen wir hier lang. Okay, super. Laufen wir querfeld ein. Jetzt sind wir gleich da. Bin ich doch fast wieder in die Grube gefallen. Also die Waffen sind natürlich nice. Finde ich schon. Also das ist qualitativ auch ganz geil. Macht doch Spaß, mit denen zu ballern. Die treffen auch ordentlich. Und wenn die treffen, dann gibt es auch richtig Schaden beim Gegner. You know what's funny? You're full of holes. Ah, 2 von 3 haben wir jetzt. Alter, ist ja schon wieder ein Stachel, so ein Riesenvieh. Irgendwas wirft und ballert. Der Stachel, Dornenschliff, arbeiten die zusammen oder wie? Weglaufen, damit ich hier eine Übersicht habe. Teilweise siehst du ja nicht viel. Oh, er ist aber gut durchgesägt hier. Sollen wir wieder 100 Meter in die Richtung gehen? Ist auch nice. Ja, was war da denn? Ja, wir haben auch einen Stachel. Also den nach oben ziehen. Alter, die Verzuckung. Oh, Schrotflinte ist voll. Das ist ja geil. Das heißt, die können wir auch gleich wieder einsetzen. Dann werden wir gleich mal wechseln. So, 2 von 3. Jetzt müssen wir uns noch mal ein bisschen orientieren hier. Ich möchte, dass ich in die Richtung gehe. Machen wir das doch.
auch nicht mal runterfallen. Die Kaninchen lassen wir leben, die haben uns nichts getan. Wir sind ja fair, faire Spieler. Ein Kaninchen kann ja nicht zurückschießen, also lassen wir es auch zufrieden. Okay. Sind wir hier irgendwo fangen? Ich sehe nichts. Ach, da kommt es schon angelaufen. So, die können sich aber wehren. Deshalb können wir auf die auch schießen. Die sind nicht ganz ohne. So, Energie haben wir aufgeladen. Ja, ist auch wieder voll. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Wir können ja Punkte vergeben. Was ist das? Waffe verwalten, Platz wechseln. Wegpacken. Upgrades. Skills. Wie viel haben wir denn überhaupt? Wie viel wir vergeben können? Freigeschaltet. So, verfügbar. Ach, 3 Stück haben wir. Okay, super. Jetzt müssen wir in die Richtung. Wahrscheinlich hier hoch. Bin mal stark von aus. Ah, hier ist der letzte. Ah, die Waffen sind echt geil. Also es macht richtig Spaß mit der Schrotflinte hier zu schießen. Ja. Hier weiter. Teleportation halten. Super. Die Schneelandschaft sieht wieder richtig geil aus. Ich liebe das ja an Computerspielen. Kann ich nicht oft genug sagen. You've got Wang speaking. Has Kamiko's condition improved? Like she cares. No. Lo Wang. I didn't expect you back so soon. Funny how efficient you can be when there's someone in your head yelling at you all the time. Do you have a problem with efficiency? So you and Kamiko are getting along then? I wouldn't call it getting along so much as getting through. Enough chatting, let's get on with it. The rock doesn't choose the river, nor the river the rock. Yet neither would exist without the other. Tell him to lay off the cryptic wisdom and make my stupid potion already. Kamiko says you're full of shit. Oh, I doubt that very much. Okay, she said to lay off the cryptic wisdom and make the stupid potion already. That's my girl. My items, please. Here you go. Oh, and hey, Kamiko had a question. What was that thing her dad got her? It is a spirit well. An extremely powerful artifact. Say what now? It is like a container. Only it can hold a person's soul. Wait, seriously? Why can't I live in there instead of with this idiot? She wants to know why you didn't put her in there. It would not be a good idea. Once you have entered a spirit well, you will never emerge. Oh, so it's like a Comic-Con. This is a complex operation. It's going to take me some time. Check back with me when you can. Okay. So, ich habe keine Krude mehr. Kannst du mir welches von den Wildbohrern in der Wildnis besorgen? The cure is coming along nicely, but it needs more time to cook. In the meantime, do you think you could help me with something? Does it involve moving a piano or coming to an open mic night? It does not. Then I'm in. I'm running out of crude. And crude is? Unrefined black grain. The raw material that comes out of the ground. Out of the ground. She's telling me. I'm sorry. That's right. I didn't mean to confuse things. Mind. Hey, seriously, you guys have to stop that. All right. What is this stuff for? It's the unrefined material
dead? Just let him talk. Excuse me? Sheesh, somebody woke up on the wrong side of the collision. Sorry, I'm still getting used to this. Sludge is the base. It can be fractionally distilled into a variety of things. Fuel, lubricant, even liquor. I need it to run my forge. There's some wildcatters out west of here in the wilderness. They'll sell you some. Just make sure you ask nicely. I am, in all things, a model of gentility. Ich mache es natürlich. So, ausstehende Mission, drücke. Beruf. Ah, Skillpunkt. Ist noch über. Achso, da brauche ich zwei, um. Okay. Ist klar, dann gehen wir mal auf die Mission. Starten wir die mal. Drücke LL zum Sprinten. Machen wir doch. Ich finde, er ist so aber schon immer ziemlich schnell. Natürlich auch fett aus, das Bild. Well, they weren't refining fuel out here. No wonder they blew themselves up. What do you mean? They were trying to make black whiskey. We all need to take the edge off now and then. Weil Spinnweben, hier muss mal geputzt werden. Tell me about that when you go blind drinking something your buddy mixed up in an outhouse. Hey, Pete's getting blown up. Looks like these guys did both. Fair enough. Oh well, guess we should head back. Uh-uh, no way. We need to get Smith some crude. You know, Scylla has an operation out here too. I've never seen it, but it can't be far from here. They're just gonna lend us a cup of sludge? You may need to convince them. I can be very persuasive. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Gibt's da irgendwie eine Brücke hin oder so? Ich hab's eben versucht mit runterfallen. Das war nichts. Boah. So, irgendwie einen Weg nach unten gehen. Ach, hier. Super. Ich glaube, wir gehen wieder auf die klassischen Waffen zurück. Ja, siehste. Ich dachte doch, der schleicht sich irgendwas an. War ein bisschen spät reagiert, aber. Ja, die Viecher sind auch geil auf mit ihren 14, dem Riesenmaul. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir den Überblick behalten. Ah, da geht's weiter runter. Nehmen wir mal die Brücke. Hier brauche ich einen Schlüssel, um weiterzukommen. Das ist ja schön. Das freut mich. Ja, wir sollen in die Richtung. Bin ich sonst so falsch gelaufen? Ja, so ungefähr zwei Schuss brauchen die mal, kann man sagen. Jetzt noch einer. Müsste der weg sein. Einer steht immer noch auf. Da habe ich auch nicht richtig getroffen eben.
glaube, das steht nochmal, oder? Ach, Tipp für Pro-Gamer. Du hast viele Gegner getötet. Töte sie, bevor sie dich töten. Ach, toller Glückskeks. Ja, vielen Dank auch. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke für diesen tollen Hinweis. Wir müssen nach da hinten. Da ist eine Brücke, also ich glaube. Boah, da wäre ich fast runtergefallen, nehmt. Die haben gar nicht mehr gesehen, die Gegner. Denke ich doch wieder an meinen Glückskeks. Dass ich die zuerst kille, bevor die mich killen. Ah, toll. Der hat Energie gedroppt und hat die aber mit nach unten genommen. Natürlich schick aus hier. Ein toller Garten. In die Richtung müssen wir. Das heißt, da muss es ja. Da gibt es eine Brücke. No. Warte mal, dass wir hier richtig sind. New clip, new lock. Ich wollte gerade sagen, ich dachte schon, die wäre jetzt platt, aber ist ja nochmal aufgestanden, die Kreatur. Was auch immer das ist oder war. Also hier ist die Brücke. Ich glaube, die war richtig. Jawohl, die. Führt uns auf jeden Fall zum richtigen Ziel. Wobei, gibt es auch ein falsches Ziel? Natürlich nicht. Sehr gut. Ja, toll, diese geilen, sich selbst entzündenden Wunderlampen. Sogar noch geschickt ausgewichen. Müssen wir mal gucken. 26 Meter in die Richtung. Blöde Spinne. So, nehmen. Sehr gut, wir haben auch wieder Munition bekommen. Wow. I'd heard people do this out in the wilderness, but zwar für die Schrotflinte. Just go out in the woods and dig for crude. How else are they supposed to get it? You should see Zilla's operations. Clean, efficient, safe. This? This is like playing tag in a uranium mine. If you love Zilla so much, why don't you marry him? He's a great scientist. Yeah, so is Oppenheimer. What's the weather like up your butt? See for yourself. Oh man, yeah! Oh, that was a nice shot. Sollen jetzt hier rüber.
Okay, ja, das passt. Die Frage, durch die Höhle oder außenrum? Ne? Wir gehen mal außenrum. Hier ist schon wieder Action. Also richtig Ruhe lassen die mir aber auch nicht. Oh, hello, new ammo friend. Ready to kill some fuckfaces? Nur ein Schuss, dann ist der eine platt, genau. Super. Der Karte, das ist oben gar nicht so schlecht. Ist ein bisschen groß manchmal, finde ich. Gar nicht, ob man die irgendwie kleiner machen kann. So, in die Richtung müssen wir eigentlich. Gucken, wie wir da hinkommen. Fast so aus, als wären wir wieder am Ausgangspunkt hier. Um 70 Meter da hinten. Tja, wir müssen da unten hin. Aber so. Oder so. Ja. War vielleicht doch gar nicht so schlecht, da runterzufallen. Hätte er gedacht, so, ne, scheiße. Das war's jetzt. Die Schwerkraft hat ihr Übriges getan. Und ich bin platt. Genau, wir haben hier einen Schlüssel eingesammelt. Er zeigt eigentlich schräg nach oben. Ich gehe jetzt nach unten. Do you feel lucky, Mary? Das ist aber wirklich so ein bisschen Doom-ähnlich, dass man auch Energie gleich einsammeln kann, während man die alle hier platt schießt. So, ich muss schräg nach oben. Also das hat keinen Sinn, was ich hier mache. Müssen doch hier lang. Das sieht immer nice aus. Schick, schick. Fahrstuhl gibt's da auch. Fett die Drohnen und sind hier keine Dämonen, das sind hier wieder irgendwelche Krieger, die wir schon mal bekämpft haben. Die Reflexe musst du erstmal haben, dass du die dann auch alle triffst. Ach, das ist noch einer. Ah, das war's. Das ist mal Ruhe eingekehrt. So, jetzt looten wir erstmal. Sammeln erstmal alles ein. So, wir haben noch einen Skillpoint, den wir da vergeben können. Upgrades. Sehr gut. Filter. Was ist das hier eigentlich? Essenz des Adlers.
Okay, dann gehen wir mal in die Skills rein. Genau, mehr Punkte haben wir nicht. Ich vermute mal, wir müssen jetzt mit dem Fahrstuhl fahren, obwohl es sagt 4 Meter. Okay. Ach, da ist noch was zum Einsammeln. Gute Energie. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal einen Fahrstuhl. Frage, ob wir irgendwas zerstören müssen oder so. Kehre zum Drachenberg zurück und sprich mit Master Smith. Okay, das heißt, wir können uns teleportieren und dann war es das wieder. Lauf, Forest, lauf! Ja, sehr schön. Ist ja doch schon wieder ein bisschen weitergekommen hier. Das gefällt mir. I found your pals in the forest. Give him the crude. What about them? They were playing a little fast and loose out there. Give him the crude. What did you expect on the frontier? Let's just say you could fit what's left of them into a decorative vase. Will you just go? Oh, well, then I'm gonna have to think about how to source some more. Just relax, old man. I got you covered. You are such a... Call me old man again, and I'll cut your wang off. I read you loud and clear, sir. Come see me again if you find yourself at loose ends. Hey, I've been meaning to ask you about these swords. Yes? You say you made these? These are Tamagahane steel. You don't just make Tamagahane steel blades. You don't, but I do. I apprenticed for 20 years, and each sword takes me around 6 months. You spent 2 decades learning this? That was a quick study. How did you find a master swordmaker willing to take you on, given your, you know... My non-traditional skin color? Yeah. I learned from my grandfather. He was a traditionalist, but was able to overlook my background, given the... complexity of our family history. Ah, okay, sein Vater hat es, ja, hat ihm das beigebracht, dieses Schwert herzustellen, weil er noch traditionell gearbeitet hat. Believe what you want. I am who I am. I've heard that one before. I think it was, Yahweh. Or was it Popeye? I always get those two mixed up. Your disbelief is reasonable. My family was a living ghost story. They forged the Nobutsura Kage. If you believe that sort of thing. Believe it. Brother, I own it. Now, who is telling tall tales? Oh, I got it right here. But it's not what it used to be. No? I used it to... kill a god. After I did that, it began shrinking. See? Fascinating. Does it have the powers from the stories? It did. Little hard to wield now, though. Unless you're Mighty Mouse. What if I told you I could fix it? I'd say that's the third most unbelievable thing you've said during this conversation. Let's see. Oh, dear. I don't have the correct scrolls here. They're in my grandfather's library. If you retrieve them, I will see what I can do. Oh, don't worry. Fetch is my favorite game. I'm not telling you how to live your life. If you're in the neighborhood, check it out. Or don't. Whatever you say. Ja, machen wir auf jeden Fall. Ja, okay, ein Skillpunkt bringt mir nichts. Ich brauche 2. Machen wir die Mission. Starten wir die mal. Und nach der Mission machen wir erstmal Schluss. Dann können wir ja immer mal eine kleine Pause machen und es immer noch mal
spielen und mit dem Level weitermachen. Sprich mit der Story. Also wir werden es auf jeden Fall durchzocken. So, Ninja-Schriftrollen. Alter, was sind das für fette Spinnen, die diese Netze spannen? Sieht hier sehr realistisch aus, muss ich sagen. Also wenn man mal auf so einem Feldweg war, in der Feldmarkt und sieht, wie das stürmisch das so ist, kann das echt so aussehen. Sehr gute Ausrüstung ist da. Man hört das manchmal an den Geräuschen, wenn die angreifen. Nachdem irgendwas schleicht da doch schon wieder rum. Unglaublich. Ja, mach dich mal weg hier. Das war's erstmal. Das Gute ist, wir haben hier Fässer. Natürlich auch explodieren. Jetzt kommt immer drauf an, wo man steht. Ob man gut steht oder schlecht steht. Das kann nämlich auch mal nach hinten losgehen. Wir müssen darüber und dann wahrscheinlich jetzt weg. Die ist so flink, die Spinne. Ah, das ist der Grund, warum ich die Schrotflinte prefer, also bevorzuge. So, okay, wir müssen hier lang. Laufen wir ruhig mal ein bisschen. Kann ja nicht schaden, wenn wir ein bisschen fixer unterwegs sind. Okay, da muss man natürlich gucken. So, wir müssen, wenn wir da hin wollen, müssen wir auf jeden Fall hier lang. Das steht schon mal fest. Meter. Wir könnten jetzt ruhig mal wieder ein bisschen was droppen. Okay, Energie ist auch gut. Keine Frage. Was ich brauche, ist Munition. Ja, da bringen ihm seine Saltos auch nichts, wenn ich ihn da einfach zerhacke. Ja, ein paar mehr, deswegen ist ja eher noch mehr ein Grund, ein bisschen was zu droppen hier. Gib mir doch mal ein bisschen Munition, aber nicht diesen Krams. Ich will Rotflintenmunition haben. Einen noch. Haben wir sogar zwei noch. Was ist das für Schrotflintenmunition? Nur aufpassen, dass ich jetzt hier nicht runterfalle, dann drehe ich mich selber in den Arsch. So, prima. In die Richtung.
da oben hin. Das heißt, wir müssen Rücken nehmen. Hier ist zu risikoreich. Wir gehen mal in die Richtung hier. Wie kommen wir da hin? So, wenn wir da rüber springen, das ist zu weit, das schaffen wir nicht. Ah, hier könnten wir lang. War der Weg doch schon richtig? Wir müssen jetzt nur einen Weg nach unten irgendwie finden. Ah, alles klar, nichts leichter als das. Ja. Sieht doch gut aus. Hier war das jetzt hier nur ein Secret? Heftig, wie kommen wir denn da rüber? Ich sehe auch gar keine Verbindung irgendwie. Geht's nur bergab? Das wäre nicht gut. Tja, da müssen wir jetzt mal überlegen, wie wir da hinkommen. Looks like this is in your month. Jetzt sind wir da wieder gelandet. Tja, das ist wirklich ein Mysterium. Klar geht's da runter, aber da war ja nur das Secret versteckt. Ah, da ist noch. Dann müssen wir auch da wieder hin. Und von da aus dann wieder rechts rüber. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon mal waren. Mir auf jeden Fall bekannt vor. Sie sagt natürlich in die Richtung hier. Probieren es aber nochmal oben lang. Wir gehen nochmal hier lang. So, den haben wir zerteilt. Ziemlich hektisch das Ganze. Meter. Nach oben geht's hier nicht. Ich dachte, dass wir irgendwie hier noch rauskommen oder wegkommen. Nee, das wird nichts. Das könnte ein Weg sein, der dahin führt.
wo ist er denn hin? Irgendwas hat mich der eben attackiert und ist jetzt wieder weg. Letter. So, das haben wir hier auch. Sieht doch gut aus. Ich hoffe, wir haben den Schlüssel dafür auch. Come here, you pussies! Ja, hier wäre ich ja gern durchgegangen, aber sie nicht machen. Brauchst ja einen Schlüssel. Wohl, jetzt zeigt er schon wieder in die Richtung an hier. Okay. So noch 100 Meter in die Richtung. Nur noch 90, so nah waren wir noch nie dran. Ist jetzt hier durch? Nee. Warte mal, wir müssen jetzt hier hoch. Dachte, sprengt mir mal einen Weg frei. Ja, das ist schon mal gut, wenn hier wieder Gegner auftauchen. Und hier waren wir noch nicht. Ja, es ist immer gut, wenn die am Boden sind und man trotzdem draufhaut. Schneller sind die platt. So, jetzt dürfen wir nicht mehr 4 Meter haben. Sind es wieder 97 in die Richtung hier. Steigt doch kein Mensch durch. Jetzt hier lang. 54 in die. 52. Wie kommt man da? Diese Scheißseite. Zeigt auch wieder in die Richtung. Ist hier vielleicht eine Möglichkeit, hier lang zu kommen? Ist hier irgendwie ein Ritual oder so? Der Durchgang ist. Ein Portal öffnen oder so. Hier. Das ist nur blanke Felsen. Tja, das ist wirklich ein Rätsel. Jetzt geht es hier wieder berg runter. Da könnte man theoretisch auch lang. Eine Art Wasserfall. Na, geht mal in die Richtung. Also wir könnten theoretisch auch wieder hier lang laufen. Müssten wir dem Ziel auch näher sein.
denn da eigentlich lang? Nur hier rechts geht's ja nicht lang. Das ist echt ein Riesenlabyrinth, ey. Da steigt doch keiner durch. Nutzen wir nochmal den obersten Weg. Oh, meine Schrotflinte ist wieder da. Ja, das tut ein bisschen weh, kann es sein. Sehr gut Energie eingesammelt. Ich dachte schon, wir scheitern hier. So, das sieht doch vielversprechend aus. Das scheint doch ein vernünftiger Weg hier zu sein, der uns ans Ziel führt. Ja, bloß nicht da runterfallen. Gehen lieber hier lang. Ja, wir haben es ein bisschen gedauert, aber okay, manche Dinge dauern halt. Hat die Dinge, die gut sind. Oh. Sagen wir, können mal ein bisschen Energie droppen, aber hier ist Energie. Runterfallen. Energie haben wir eingesammelt. Haben wir uns jetzt gut durchgemetzelt. Wieder Energie eingesammelt. Und ja, zwei Stück. Hier so abgehen. Skillpunkte erhalten, sehr gut. Jawohl. Muss hier Ruhe eingekehrt sein. Boah, 5 Meter, ey, da kriegst du ja fast Gänsehaut, dass wir es geschafft haben. Was für eine Tortur. Prima. Ist klar, jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Wir sollten schon den offiziellen Weg nehmen. Sieht natürlich auch geil aus hier, das Felsgestein. Manchmal hat man das Problem, man läuft so durch die Gegend, aber man nimmt das gar nicht mehr so richtig wahr, wie toll eigentlich die Grafik ist. Finde ich also ein bisschen schade. Ja, es ist schon angenehmer, wenn das jetzt hier auf direktem Wege ist. Jawohl. Das Tor steht offen. Natürlich jetzt keine Munition mehr. Das heißt, wir können nur noch in den Nahkampf gehen. Vielleicht auch nicht schlecht. Vielleicht droppen die uns denn hier nochmal ein bisschen was. Ist ja bei Doom auch so gewesen. Wie mit den Handwaffen oder mit der Kettensäge platt gemacht hast. Dann haben die immer noch was geworfen. Vielleicht finden wir ja auch noch eine Kiste. Okay, sehr schnelles Spiel. Ja, komm. Jawoll. So, die kriegen wir auch noch platt. Wir sind ja hier vom
Ich wollte gerade sagen, Insektenschutzvereine, aber Spinnen sind ja keine Insekten, denn die haben ja 8 Beine, Insekten haben nur 6. So viel zur wissenschaftlichen Erkenntnis. Laufen wir mal in die Richtung hier. Das sieht auch sehr gut aus. Da ist wieder ein Kaninchen, das lassen wir leben. Ich kann nichts für die dämonischen Kräfte hier. Die sind nicht nur hässlich, sondern auch nervig. Kralle heißt der Typ. Naja, sieht auch aus wie eine Kralle. Sieht an wie so ein Punk oder so. Hey, hast du Kralle gesehen? Der sitzt beim Makov und nichts gegen Punks. Jede Subkultur hat ihre Berechtigung. So, ist hier irgendwas zum Einsammeln? Ah, hier ist die Kiste, sehr schön. Jetzt geht es wieder in die Richtung. Entweder ist das hier draußen. Ja, oder oben. Ja, das sieht mir nach oben aus. Looks like someone's been through here before us. Wow, they really did a number on this. So, wir haben's. Sehr gut. Wir sollten zum Drachenberg zurückkehren. Machen wir das nochmal. Und wieder kickt der Google Chrome Browser rein. How can we find who took them? Well, we can start by tracking down whoever put these tags up. Oh, schneide mal mehr. Smart. Try to keep my intelligent moments to once per year. Get ready for a tsunami of. Wir laufen. Hauptsache, wir fallen hier nicht auf die Klappe, weil es so glatt ist. Das wäre mal ein Easter Egg, wenn man sowas einbauen würde. I'm afraid there's not much left of your grandfather's library. It is unfortunate. That's it? You lose a trove of priceless, irreplaceable documents, and it's unfortunate? Who can say what is good luck and what is bad? I try to remain unattached to any single outcome. Wow. I bet you're fun in Vegas. Anyway, there was a particular piece of graffiti all over the place. I think it might be connected to the looters. I will let my students do some digging. I thought you weren't attached to any one outcome. My fist will be attached to your face in a moment if you continue being impertinent. Understood. Let me know if you find any leads, sir. So, mein Schüler ist verschwunden. Finden. Das können wir dann machen. Aber, Freunde, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Wir haben ja ordentlich was geschafft heute, richtig was weggerockt. Können wir mal gucken, wie viel Fortschritt wir überhaupt haben, ob das irgendwo steht. Ausgerüstet. Steht da irgendwie, wie viel Prozent wir geschafft haben? Upgrades, Ausschuss, Skills, Spieler. Ich finde das jetzt momentan nicht. Am Anfang stand ja mal irgendwie so, wir haben 5% geschafft von dem Ganzen. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann in eines der nächsten Videos. Lasst mal ein Abo da, Like nicht vergessen und Kommentare wäre auch ganz nett. Bis zum nächsten Mal.